Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte euch heute ein paar Produkte von Make Up Milano, die in Kooperation mit Dalton zusammenarbeiten. Das heißt, diese Marke ist in einer schwarzen, ganz simplen, ohne Plastik, ohne Folie, eine Kartonage, also es ist Papier, Pappe und also einfach verpackt, dass ihr diesen Wiedererkennungswert habt, also schwarz-weiß, ein bisschen wie Bobby Brown. Wird, wie gesagt, vertrieben über Dalton Cosmetic und ihr wisst ja, dass ich eine Kooperation mit Dalton Cosmetic habe seit letztem Jahr November und ich habe hier einige Produkte, also lediglich Kosmetikprodukte, also Make-up-Produkte, die ich auch schon in Videos vorgestellt habe, auch in dem letzten Video. Ja, ich verlinke das gerne nochmal. Und diese Produkte, die sind alle noch also neu in der Verpackung, die würde ich gerne verlosen. Wie soll diese Verlosung aussehen, kann ich euch ganz genau sagen. Also die Verlosung richtet sich ausschließlich an meine Community und nicht irgendwelche Trittbrettfahrer, die meinen, wenn sie das Wort Hashtag Verlosung sehen. Das habe ich nämlich in den letzten anderthalb Jahren oft erlebt, die dann auf einmal schwuppdiwupp auf deinem Kanal sind, dich abonniert haben, an der Verlosung teilnehmen. Und dann sind sie wieder weg, wenn sie nichts gewonnen haben. Oder seitdem sie, ich habe auch eine mal gehabt, die hat gewonnen, die hat nicht mal geantwortet, dass sie das bekommen hat. Also, und ich kenne meine Community gut, sehr genau gut. Natürlich jetzt nicht die, die jetzt nie schreiben. Also, ich vertraue euch dann mal. Also, ihr müsst Abonnent meines Kanals sein. Vielleicht einen netten Kommentar hinterlassen. Und ich werde dann per Zufallsgenerator, werde ich das, euch mitteilen. Also, ich werde mich an jeden privat wenden. Also, in der Nachricht. Weil ich setze mich das nicht mehr hin mit dem Töpfchen, also ich bin nicht mehr 12 und halte die Sachen in die Kamera. Ich halte das jetzt in die Kamera, zeige, was das ist. Ihr gebt den Hashtag dann ein, für welches Produkt ihr euch interessiert und ich teile dann euch mit, wer es gewonnen hat und dann bleiben wir weiter in Kontakt mit Adresse etc. pp. Und ihr müsst 18 Jahre alt sein, aber ich glaube, das sind wir alle auf dem Kanal, ne? 18. So, ihr Lieben. Ich beginne gleich mal mit einem ganz mega geilen, super tollen Produkt. Das ist dieses Nude Glow Serum. Ach so, vielleicht sollte ich mal, dass ich auch den Warenwert euch gleich mal mitteile. Ich muss hier Brille aufsetzen, Nude Glow Serum, weil ich habe die Preise nicht alle im Kopf. Ein Warenwert von 25,50. So, das ist in diesem wunderschönen Gläschen mit einer Pipette, ist so bronzefarben. Kann man, das ist ein Multitasking-Produkt, also man kann es unter eine Foundation auftragen, über eine Foundation auftragen, mit einer Foundation mischen, man kann es gezielt aufgeben. Das hat so Perlenextrakte. Also es ist ein ganz tolles metallisches Finish, aber jetzt nicht so, wie wir das von L'Oreal kennen. Es ist ein ganz sanftes, zurückhaltendes, tolles Finish. Ich kann es ja nochmal aufmachen hier, um es euch zu zeigen. Kommt. Also ist mit so einer Pipette zu handeln. Wow, es ist mega schön. Es läuft doch nicht runter. Seht ihr, darin sieht man auch schon mal die Qualität. L'Oreal läuft leider runter. So, das ist das Produkt. Es ist zum Knutschen. Ich finde es mega geil. Und wir können ja uns dann ganz toll diesen Yoga-Look zaubern. Diesen Yoga-Look, der so verschwitzt aussieht, als wären wir gerade aus dem Gym gekommen. Ne? Tja, man muss sich immer nur was einfallen lassen. Ne? Also werbetechnisch so. Also dieses Teilchen, gebt da einfach Hashtag Glow Serum ein. So, next one. Ich muss das mal richtig zumachen. So, next one ist, habe ich jeweils hier in der Originalverpackung, das sind Lidschatten. Das sind pudrige Lidschatten, also Ne Cosmetic Milano, ne? Also nach europäischem Standards hergestellt, jetzt nicht irgendwelche chinesische Kosmetik. Das ist ein bisschen schwierig, das aufzubekommen, also gewusst wie. Ne? Mein Gott, ist das heiß mit den Lampen hier. So, das wird hier so aufgedrückt, dann habt ihr hier so einen kleinen Spiegel und dann kann man das rausziehen und dann auch wieder reinziehen. So, das ist so ein Nude Look. Das sind drei Farben, so bräunlich. Könnt ihr euch schön Look mitschminken. Das wäre mal die eine Farbe. Also gebt da einfach ein Hashtag Eyeshadow Braun. Das gleiche Hashtag Eyeshadow, würde ich sagen, Bordeaux. Das ist nämlich eine etwas andere, die sind etwas anders. Guckt mal hier. Oder nennt es Safran. Das nennen wir Safran, mit Z geschrieben. Safran, so heißt es, glaube ich, auch. Ja, also hier wieder reinschieben.
Und schönes Design. Hier aufmachen. Also, aufklappen. Rausziehen. Und schminken. Und wieder reinziehen. Reinziehen. Ja. Also, so, Hashtag. Was haben wir hier? Eyeshadow. Safran. So, was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir schon mal drei Produkte. Dann habe ich hier eine Divine Mascara, die mache ich nicht auf. Eine wunderschöne Mascara. Diese Mascara kostet, lasst mich, 23,90. Achso, die Eyeshadows liegen auch bei 23,90. Also es ist alles so über 20 Euro jedes Produkt. Eine tolle Mascara. Ich habe schon andere getestet, die ist noch zu. Black Mascara, schöne... Ich habe mir das Bürstchen angeschaut im Netz. Also das hat ein schönes, schmal zulaufendes Bürstchen. Also hochwertige Black Mascara. Hashtag Mascara. Dann haben wir den nächsten Hashtag. Das ist ein Liquid Concealer. Und dieser Concealer, der beinhaltet so kleine Füllstoffe. So softe, die uns dann diesen Soft-Focus-Effekt geben. Also es ist auch zu, ne? Ich mache es nicht auf. Concealer. Das gibt nur diese eine Farbe. Hashtag Concealer. Was kostet der eigentlich? 24,55. Also sehr hochwertige Kosmetik ist das hier. Ne? Das sollte man nicht meinen. Das finde ich eigentlich das Tolle. Es ist total unspektakulär verpackt, aber um die Verpackung geht es ja nicht. Wir haben ja oft Sachen in der Drogerie zum Beispiel oder überhaupt, die etwas preiswerter sind, aber die sind verpackt, wo unser Auge leuchtet. Ich bin ja auch so ein Opfer. Man fällt da drauf rein. Klar, das ist die Sinne. Ne? Und naja, und die Qualität ist nicht so. Und hier haben wir einfach nichts. Ne? Das ist einfach schwarz, ohne Shishi, aber tolles Produkt. So, dann habe ich hier Next One Shimmer Cool Face. Das ist auch so um die 20 Euro. Das habe ich auch vorgestellt im letzten Video. Lasse ich auch noch zu. Das ist so ein Highlighter. Ein Highlighter, den man gezielt, und Highlightercreme gezielt auftragen, Nase hier, also wo ihr wollt. Ihr könnt es mit den Fingern, mit dem Pinsel auftragen. Das ist jetzt praktisch für die Handtasche, ja, oder so. Einfach ein Shimmercool Highlighter. Wartet mal, Shimmercool Highlighter kostet, was kostet das Teil? 16,90, also ein dreidimensionales Fluid, das jedem Make-up einen schimmernden Effekt verleiht. Sehr praktisch anzuwenden, also nehmt ihr Hashtag Highlighter. Also das andere war Hashtag Glow Serum. So, jetzt habe ich nochmal für Frauen, die etwas gerötet sind, dieser Base Corrector Green. Da gebt ihr einfach Hashtag Green Look ein. Also dieser, es ist ein getönter grüner Face Primer, um Rötungen verschwinden zu lassen, einer samtig-seidigen Textur. Und hilft also unser Make-up oder das Make-up einer geröteten Haut also einfach länger frisch und angenehm und schön und strahlend aussehen zu lassen. Aber also das dezent aufgeben auf die Stellen, jetzt nicht großflächig antrocknen lassen und dann eure getönte Tagescreme, Foundation, was auch immer drauf geben. Ja? So, 27,50, also für leicht zur Rötung neigende Haut, gibt der Hashtag Green Look ein. Und dann haben wir nochmal Hashtag Nude Look, das ist eine getönte Tagescreme, die ein vielseitiges Produkt ebenfalls ist, als Primer anzuwenden, um eine starke Deckkraft zu erlangen oder nur als getönte Tagescreme. Also entweder als Primer und eure Foundation, eure übliche, oder ihr benutzt das Produkt nur. Und das könnt ihr ganz toll mischen, auch mit diesem Glow. Das habe ich ja in einem Video vorgemacht, diese beiden Produkte miteinander. Aber die kriegt also jetzt nicht einer, sondern ne, ich habe also praktisch, glaube ich, wartet mal, ich muss mal zählen, wie viele Gewinnerinnen ich habe. 1, 2, 3, wartet mal, 4, 5, ich bin auch schon bescheuert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 8 Mädels haben die Chance, ein Produkt zu gewinnen, so um die 20 Euro von Nee Make-up Milano. So, ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich konnte euch jetzt mal ein bisschen unterhalten. So, an einem Sonntag. Ich hoffe, dass ich das jetzt an einem Sonntag, dass ich das so hochbekomme. Nee, ich schaffe das natürlich. Ihr wisst ja, ich bin ein bisschen in einer Umbruch-, Aufbruch-, Stimmung und Phase. Aber ich möchte euch nochmal danken übrigens. Ich möchte euch herzlich danken für eure Anteilnahme,
für eure lieben, lieben Worte und für die Kraft und Energie und die guten Wünsche, die ihr mir so schickt. Ihr seid wirklich eine tolle Community. Und genau deshalb mache ich auch solche Sachen, weil ich möchte euch teilhaben lassen an den Sachen, die ich habe, die ich gut finde. Und wir können ja nicht, man kann doch alles, ich kann mir alles in die Ecke legen und horten und sagen, nehme ich irgendwann. Aber ist doch Quatsch. Ich finde, ihr Mädels habt es verdient, mein Kanal soll in diese Richtung gehen, auch wenn ich dann mal große Kooperationen haben werde. Kann ja sein, dass ich das immer verschenke, weil ich finde es toll, Sachen zu testen, auszuprobieren, aber ich möchte mich nicht mit allem behängen, weil ich bin nicht so die Sammlerfrau, die sich alles hinlegt und das bin ich nicht. Egal, ob das jetzt, egal, ob das Klamotten sind, ob das Möbel sind, ob das weiß der Fuchs. Also, Sweeties, macht's gut. Ich hoffe, euch geht es gut. Seid besonders gut zu euch, gönnt euch was Hübsches, was Schönes heute. Und bis bald. Und gebt die Hashtags ein, ja? Und nochmal, 18 Jahre bitte, Abonnent meines Kanals sein, einen netten Kommentar hinterlassen und Hashtag jeweils Produkt, was ihr haben möchtet. Dann müsst ihr ein bisschen mal zurückspulen und mal gucken, wenn ihr euch das nicht gemerkt habt. Ich freue mich, die Sachen gerne an euch weiterzugeben und ich melde mich dann nochmals. Ich mache keine öffentliche Verlosung, dass ich mich hinsetze und nie. Also, die Ladies kriegen Bescheid, die gewonnen haben. Alles klar? Bis bald. Ciao.